Die Nacht ist eingebrochen und das heißt, ich kann die Missionen machen. Mal schauen, was wir heute hier so alles erledigen müssen. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Schön. Ja, es ist Nacht und hier zeigt er mir irgendwie nichts an. Was soll ich hier machen? Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Es hat nichts mit diesen Leuchtendingern zu tun. Was muss man bei der K15 machen? Okay, das bringt nichts. Vielleicht. Keine Ahnung, was man hier machen soll. Naja, Leute. Wie gesagt, ich finde es zwar schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir machen heute hier die nächsten Aufgaben irgendwie fertig. Na, vielleicht muss ich die Dinger doch erledigen. Doch, ich muss die doch erledigen. Guck mal. Die tauchen überall auf einmal auf. Oder muss ich die Lampen kaputt machen? Das wäre es ja, ich muss hier die Lampen kaputt machen. Nee, ich muss nicht die Lampen. First, save friends. Second, get home. Third, chill with a good book and a chili dog or seven. Oh ja, so ein paar Chili Dogs, das wäre cool. Das wäre auch eine gute Idee. Sonic, da hast du recht. Oh, warte mal. Nee, Alter, warte mal. Alter. Wie komme ich da hoch? Warum musste ich hoch? Warte mal, warum musste ich hoch? Ah, und der Eggmans Ding ist einfach mal ein Schatz. Nice. Hey, kommt alle her. Eggman Tech. It seems abandoned though. Still, I better keep on my toes. Ist ja auch verlassen, Sonic. So, wie komme ich aber da hoch? Der muss immer. Guck dir mal an, wie groß das alles hier ist. Der muss immer so einen richtig dollen Auftritt machen. Warte mal, ich hoch? Wie komme ich denn da hoch? Da oben ist nämlich noch was, das habe ich gerade gesehen. Ah, vielleicht. Nee, das kriegt mich nur zurück. Okay, dann da oben. Ah, doch, es hat was mit diesen Dingern zu tun. Ja, es hat was mit den Dingern zu tun. Ja, komm, Sonic, zack. Jetzt ist es nämlich dann hier aufgetaucht. Ja. Ach, da, guck mal, da oben komme ich hoch. Alles klar. Okay, man muss sich nur mal bis da umgucken und dann klappt das auch alles. So, und erledigt. Jawolli, nice. Schön, Aufgabe erledigt. Sehr gut, hat ja nur 3 Minuten gedauert, bis ich das endlich geschnallt habe. Und jetzt fehlt nur noch eine Mission. Dann müsst ihr eigentlich rein theoretisch die Welt dann auf 100% sein. Hoffe ich zumindest. Wo ist der Alte? Da ist der Alte. Schnellreise. So, und Mission war hier. Halt, wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Da ist das Licht. So, ganz schnell hinreisen. Dann habe ich mich diese Mission auch erledigt. Ah, ich habe jetzt Turbo unendlich, stimmt. Nice. Jetzt habe ich ihn wieder verloren. Gut, ganz schnell hinreisen und dann machen wir noch die anderen beiden Welten heute. Und dann müssten wir rein theoretisch fertig sein. Ah, was ist das jetzt? Ah ja. Verdammt, nochmal. Jetzt greifen wir hier Glühwürmchen an, oder was? Da ist noch einer. Oh, ich Idiot. Nein, ich Idiot. Mann, was mache ich hier? Komm schon. Och, komm. Jawohl. Wir haben einfach mal Glühwürmchen gekillt. Was sind wir für ein Typi? Am Glühwürmchen. Oh. Damit müssten wir jetzt 100% eigentlich haben, oder? Haben wir jetzt alles auf 100%? Was die Welt jetzt betrifft oder so? Weil ich sehe jetzt keine... Nee, ah, da ist noch was. Da ist noch was. Das heißt, wir haben hier alles.
Eine Mission noch. Oh, okay. Super nice. Gut, 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 gut. Das hätte ich also auch noch im letzten Part auch noch machen können. Gut, okay. War blöd von mir, aber ich kann ja da leider nicht hin. Na doch, aber Sonic ist schnell genug, dass er da ganz schnell hinkommt. Ah, oh, ist das schön. Ah, oh, das ist toll. Da komme ich ja doch gut voran. Ich finde, bei einem Spiel hier, wo es halt einfach ist, 100% zu kriegen, da kann man das doch schon irgendwie machen. Es gab natürlich auch andere Spiele, wo es ein bisschen schwieriger war. Ja, warte mal. Ja, ein bisschen Speed. Was muss ich hier machen? Ah, okay, da muss ich halt hoch. Hä? Achso, ah, warte mal, halt, ah. Und da kann ich auch noch die eine Welt noch öffnen. Nein, halt. Nein, auch da, so. Nee, hä? Soll denn das gehen? Warte mal. Wie geht das? Warte mal, bewegst du dich? Nee. Hä, wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Warte mal, kurz mal gucken. Nee, so. Hä? Aber was bringt mir das hier? Ach, vielleicht muss ich das erst aktivieren oder so? Das kann gut möglich sein, dass ich das Ding irgendwie aktivieren muss. Warte mal, ich mach's einfach mal. Ja, ich muss es aktivieren. Okay, easy. Okay, ganz einfach. Das musste aber erstmal eingesagt werden. Und jetzt haben wir alles. Oder haben wir alles? Ja! Die Insel ist komplett! Schnellreise zu allen Portalen freigeschaltet. Schnellreise. Sobald alle Herausforderungen abgeschlossen und die gesamte Inselkarte enthüllt wurde, kann Sonic zwischen Portalen schnellreisen. Auf die Schnellreise greifst du über die Kartenfilter in der rechten oberen Bildschirmecke zu. Nice! Richtig schön. Das heißt, wir haben hier alles auf 100% und können uns jetzt um die Welten kümmern. Schönes Ding. Gut, machen wir die noch auf. Das ist ja die Welt 1.5, da war ich noch nicht gewesen. Mal schauen, was das jetzt für eine alte Welt ist, die wir jetzt erkunden. Ach, das ist die 1.4. Hä, wo ist die 1.5? Hier, ach so, stimmt, die 3 hatte ich ja total vergessen. Ich habe die anderen Welten alle gemacht und jetzt, oh, da haben wir 3 Welten. Cool, nice. Stimmt, dann heißt es also, es gibt in jeder Welt 7 Welten, also auf jeder Insel 7 Welten, die man erkunden kann und halt komplett erledigen kann. Nice. Da bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt haben. Und überall muss ich S rankriegen. Oh, bereit. Alles klar. Hä? Komm ich da nicht hoch? Egal. So. Befindet sich Grind-Schienen in Paranähe nebeneinander, kannst du in den bewegen und. Ah! Wieder die Green Hill Zone. Runtergefallen, schade. Ja, ich will versuchen gleich mal anfangen. Ah, Mist. Ich muss aber noch die roten Dinger noch einsammeln. Wo ich die volle Kanne verkackt habe. Ja, ich habe einen verpasst. Aber nicht schlimm, holen wir später. Juhu! Wow. Ah, das war jetzt gerade nicht so schlau. Jede Abkürzung ist genau die richtige. Ah, Mist. Ja, das ist immer ein bisschen langsam irgendwie. Langsam bei Sonic, okay, ist auch klar. Boah, richtig viele verpasst. 2 Stück verpasst, okay. Gut, machen wir nochmal.
Aber dafür S-Rang. Yes! Nice, nice, nice. Nochmal. Da haben wir die fast zu 100%. Das ist echt gut. So, da kann ich mir jetzt Zeit lassen. Da ist die erste. Da ist die erste. Zack. Perfekt. So, wir haben genügend Ringe gesammelt. Ich hatte einen S-Rang gleich zum Anfang an. Das ist auch sehr nice. Da ist die andere. Die hatte ich geholt. Jetzt fehlt die dritte. Wo ist die dritte? Wo ist die dritte? Da ist sie. Sie ist so. Jawohl. Level ist damit 100%. Juhu. Nice. Lief doch ziemlich gut. Geht weg, ihr komischen Krabben. Ihr habt keine Tiere mehr in euch drinne. Zumindest sehe ich keine. Es sind wirklich die alten Gegner aus den ersten Sonic-Tagen. Richtig cool. Oh ja, Sonic the Hedgehog. Habe ich damals auch als Kind auf dem Sega Mega Drive übelst oft gespielt. Ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja damals keinen Sega Mega Drive. Ich habe damals halt immer bei meiner ganz großen Schwester halt immer gespielt. Und halt immer Sonic, immer Sonic. Das war eins der Games, die ich damals, wie gesagt, rauf und runter gespielt habe. Und ich hatte halt immer erst eigentlich eher eine Nintendo-Konsole. Sonic war halt irgendwann später. Also, wie gesagt, Sonic habe ich immer nur bei meiner Schwester gespielt. Und zu Hause war halt Nintendo halt immer präsent. Bis ich irgendwann von jemandem ein Sega Mega Drive geschenkt bekommen habe. Und der hat dafür nur einen Zehner bezahlt. Richtig cool. Und seitdem habe ich halt Sonic the Hedgehog habe ich halt auch. Ich glaube, ich habe noch den zweiten. Den ersten und den zweiten, glaube ich, habe ich. Original. Für den Mega Drive. Sonst habe ich natürlich halt die ganzen Remakes und krasse Kollektionen und so weiter, habe ich alles. Einfach mal beim ersten Mal gleich einen S-Rang. Nice. Gut, dann haben wir das. Dann gehen wir zur Welt 1.5. Die war hier irgendwo in der Nähe. Wo waren die? Die war da. Dann gehen wir da mal hin. Ich bin ja kurz zu schade. Gehen wir da noch schnell noch hin. Ach komm, Sonic, da kommst du doch hoch. Da kommst du doch hoch, habe ich gesagt. Da kommst du doch hoch. Nein, da kommst du nicht hoch. Gut. Dann auf zu 1.5. Warte mal, da ist es. So, was haben wir hier für eine Welt? Komm, mal auf. Dann fehlt nur noch die 1.6 und ich muss noch mal angeln mit bei Mr. Big. Ich weiß, der heißt nicht Mr. Big, der heißt ja nur Big. Aber ich habe ihn halt so kennengelernt als Mr. Big. Wirklich. Wie Real Sonic schon geschrieben hat. Ja, ich bin also jetzt ab heute Cremiam. Also Creme oder Cream, wie heißt. Die nennt den mich immer Mr. Big. So einfach hier dein Kombo-Punktstand da hoch zu schießen. Portale sind meistens verschlossen, um sie zu öffnen. Ah, oh, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Oha, was ist denn das für eine geile Welt? Ist das der Eggman Park? Halt! Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Das sieht, glaube ich, aus wie der Eggman Park, oder? Ah, gut, dass ich den gerade mal gesehen habe. Ja, ich glaube, das ist der Eggman Park. Oder ist es nur Eggman Land? Keine Ahnung. Also es sieht zumindest so aus. Wird noch schon mal eigentlich alles sammeln können. Wow. Die Welt sieht ja aber übelst geil aus. Was ist das für eine Welt? Ich würde gerne wissen, was das für eine Welt ist. Weil die sieht echt cool aus. Ja, das wird aber auf jeden Fall kein S-Rang. Wow. Okay, übelst abgekürzt. Ringe sammeln.
Ah, Mist. Ein verpasst. Und ich glaube, ich habe sehr schlecht abgeschnitten. S-Rang! Und ich sag noch, ich habe schlecht abgeschnitten. Oh, nice. Gut, jetzt fehlen nur noch die roten Sternringe. Und es fehlt einer. Es fehlt einer? Oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Aber gut, man sieht, glaube ich, dass die halt nicht so großen Wert auf diese Welt hier gemacht haben. Also auf diese Welten hier. Ich glaube, wirklich Hauptfokus lag eher auf die... Oh, oh, ich Idiot. Nein, ich Idiot. Ich bin zu früh gesprungen. Ja, man hat eher halt den Fokus auf die offenen Welten halt gelassen, als auf die Subwelten. Das merkt man ein bisschen. Weil die sind ja wirklich sehr kurz. Und ich weiß halt, die alten Subwelten bei Sonic waren halt immer extrem lang. Wo habe ich einen übersehen? Ich wette, wo ich da einfach rübergejumpt bin. An die ganzen Gegner. Da dürfte ich das verpasst haben. Ja, den hat ich geholt. Den kriegt man ja sowieso in den Arsch geschoben, das Ding. Wow, was war das denn? So. Wo habe ich hier was übersehen? Irgendwo habe ich hier was übersehen. Ja, hier muss... Ah, da ist er. Ich sehe ihn. Ach, diese komischen blauen Wasserdinger da. Stimmt. Halt, komm. Sonic? Sonic? Kommst du bitte? Danke. Aber das? Es könnte hier irgendwie aus den ersten Sonic-Teilen irgendwie sein. Ich glaube, vielleicht Sonic 2 oder so? Sieht zumindest so aus. Ich weiß es nicht. Alles fein. Alles super. Welt 1.5 erledigt. Auch zu 100%. Gatsching! Aber blöde, dass ich die 1.2 noch nicht irgendwie fertig kriege, weil ich mache da, glaube ich, einen blöden Fehler. Und zwar, ich greife ja die, oh, Frame Drops. Übelste Frame Drops, okay. Das darf nicht passieren. Nicht bei dem geilen Game hier. Da dürfen keine Frame Drops passieren. Es ist aber auch so interessant, halt wirklich, dass ja die Nintendo Switch und die PlayStation 4 wirklich konstante 30 FPS halt haben. Wohingegen natürlich halt die PlayStation 5 und Xbox Series X oder S hat ja konstante 60 FPS, aber ich finde, so schlimm ist das hier wirklich nicht bei der PlayStation 4 und Switch Version. Das geht voll klar. Gut, dann haben wir das erledigt, dann gehen wir jetzt noch in die letzte Welt. Und dann könnte ich im nächsten Part in die zweite Welt gehen. Ja doch, 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 dann gehen wir in die zweite Welt. Läuft aber echt gut. Also hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich jetzt so gut läuft. Es ist halt auch, glaube ich, nicht so ein... Ich glaube, das Spiel ist auch nicht wirklich sehr schwer. Gut, ich weiß nicht, was da noch alles kommt, aber bis jetzt... Gut, ich habe es natürlich halt auch ab und zu halt auch geschafft, halt einfach in den bescheuertsten Stellen zu sterben. Aber ich finde eigentlich, das ist noch im Rahmen des Möglichen eigentlich. Nein, warum kickt er mich denn zurück? Der hat mich einfach zurückgekickt. Ich gar nicht wollte. So, die Welt war da unten. Schaffe ich das noch? Na komm, wir machen ein bisschen länger. Wir machen mal einen 25-Minuten-Part heute. So, letzte Welt. Und dann können wir zur zweiten Insel. Ah ne, ich muss ja noch 1.2 noch fertig machen. Scheiße. Stimmt ja. Muss ich noch machen. Stimmt ja. Gut. Ja, eine Sache muss ich noch sagen. Und zwar, sorry, dass gestern der Part nicht pünktlich gekommen ist. Ja, normalerweise kommt ja Sonic immer um 12. Aber diesmal kam es um 14 Uhr. Es tut mir echt leid. Weil, ja, ich habe es halt nicht geschafft. Ach, guck mal! Auch wieder die Green Hill Zone. Aber diesmal im Sonic Generations Teil, oder? Ich muss dazu sagen, ich habe ja Sonic Generations noch nicht gespielt, aber ich habe natürlich auch hier ein Let's Play dazu angeguckt. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck.
Jawohl, ich hab ihn. Aber Sonic Generations will ich unbedingt noch let's playen. Vielleicht, na, vielleicht nach Sonic Frontiers oder sowas. Vielleicht kommt da nochmal ein Sonic let's play. Also wenn ihr Bock habt natürlich drauf. Ist auch nochmal wichtig. Halt. Achso, die Platte geht runter. Ja. Gut. Also diesmal hole ich jetzt erstmal nur die roten Dinge. Hab jetzt schon zwei Stück. Ey, aber Sonic Generations interessiert mich, weil ich habe damals halt ein Let's Play zu dem Spiel gesehen. Was ich sehr interessant fand. Oh, haha, huhu. Wo bin ich denn jetzt? Und das ist ja wirklich halt cool, weil, wie der Name schon sagt, trifft ja da Sonic auf sein altes Ich von damals. Also da ist der neue Sonic und der alte Sonic sozusagen in einem Spiel zu finden. Und das ist irgendwie schon richtig cool. Sagt ja auch der Name auch, es sind ja Generationen, die da aufeinander treffen. Und das ist halt echt cool gemacht. Oh, einziger noch. Okay, diesmal wird es auf jeden Fall nicht so gut sein. Auf jeden Fall kein S-Rang. Aber es kann natürlich auch sein, dass das hier so eine Welt ist, die ein bisschen schwieriger ist, kann es sein. Aber warte mal, es gibt doch... Ja, ich Idiot! Sonic hat doch noch die Fähigkeit sozusagen aufzustampfen. Er kann doch aufstampfen. Also, dass er sozusagen auf dem Boden quer runter geht. Habe ich auch noch nie richtig eingesetzt. 1,15. Na gut, okay. Aber dafür haben wir alles andere gefunden. Und jetzt kommt das. Was meine ich mit dem Aufstampfen? Passt auf. Verdammter Mist, das war's nicht. Das hier. Einfach in der Luft dann die Kreistaste drücken und dann stampfst du sozusagen auf. Ich laufe nicht oben lang, sondern ich bleibe unten. Aber hat auch nicht so richtig funktioniert. Ich wollte eigentlich unten lang laufen. Ah, verdammt! Sonic? Ach, komm schon! Boah, das war jetzt nicht so gut. Hat mir übelst viel Zeit gekostet. Nein, ich Idiot! Ach man. 1,15 Zeit. Nee, das wird nichts. Kann ich gleich nochmal machen. Das war irgendwie mega scheiße. Bin irgendwie noch nicht so schnell, aber ich glaube, das hat mir auch mein guter Kumpel Arne erklärt. Und zwar, dass einfach die Speed-Sachen, die du in der Oberwelt hast, haben mit den Leveln leider nichts zu tun. Ist ein bisschen schade, aber ja, es wäre dann glaube ich ein bisschen zu übertrieben gewesen. Hier glaube ich kostet mir das ein bisschen zu viel Zeit. Ah, Mist. Ich bin zu langsam. Ich bin echt zu langsam gerade. Ich gehe einen richtigen Scheißweg. Nein. Ah, nein, halt. Ja, das braucht viel zu lange. Das braucht... Oh, nee! Du Mistratte! Ja, ist okay, danke. Nochmal, komm. Komm schon, Sonic, das schaffen wir jetzt. Machen wir jetzt gut hier. Ach, Mist. Nicht mehr. Hier will ich noch. Oh, das könnte jetzt besser sein. Mist. Hoch. Wow. Ja, das könnte jetzt richtig sein. Nein, ich hab's. Ah, Mist. Ja. Oh, natürlich werde ich getroffen. Das ist ein scheiß Ding hier. Komm. Ja.
Oh nein, der scheiß Felsen! Warum bin ich immer noch nicht da? Warum bin ich immer noch nicht da? Nein! Oh, fuck! Oh, habt ihr das gesehen? Das hätte gut geklappt. Oh, Mist! Mist, Mist, Mist! Ich war gut unterwegs. War viel zu oft leider stehen geblieben. Oh, ärgerlich. Nochmal, komm. Mist. Verkackt. Verkackt. Oh, da oben lang. Ist das gerade irgendwie geleckt? Keine Ahnung. Oh. Ah, ich wollte oben lang. Mann! Komm schon! Das muss ich doch hinkriegen hier. Ich muss diesen einen Weg auf jeden Fall da kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, dass ich da lang gehe. Ja. Zack, zack. Ah Mist, da muss ich springen. Oh nein, Idiot. Ah, manchmal nehme ich diese Bouncer nicht. Ah, fuck, 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 fuck. Ich habe den Bouncer nicht gekriegt. Ich habe den Bouncer nicht gekriegt. Ich wollte diesen Bouncer haben. Aber es hat nicht funktioniert. Toll. Dass da immer diese scheiß Felsen irgendwie kommen. Na ja, komm. Komm schon, ich schaff's wieder nicht. Da oben muss ich hin. Ja, toll. Oh Mann! Nein, ich hätt's doch geschafft. Ich mach das jetzt so lange, bis ich das schaffe. Da geht der Part jetzt in 30 Minuten, ist mir egal. Ich will das hinkriegen. Ich bin jetzt ehrgeizig. Ich will das schaffen. Das ist die letzte Sache. Können wir nämlich schön im nächsten Part nämlich hier dann die nächste Insel angreifen. Also in Angriff nehmen. Wenn es halt wirklich natürlich 100% sind. Jetzt bin ich richtig energisch. Ich will das schaffen. Nein, schon wieder den Fehler gemacht. Oh Mann. Schon wieder diesen scheiß Fehler gemacht. Die Frage ist überhaupt, ob das überhaupt so wichtig ist. Aber ich glaube, das hat mir jetzt nicht sehr viel Zeit gegeben. Aber es wird auf jeden Fall besser. Gute, komm, 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 komm. Nein! Oh Mann, komm schon! Jawohl! Es hat geklappt, es hat geklappt, es hat geklappt. Ich habe den S-Rang. Jawohl, schönes Ding. Oh, herrlich. Oh, ist das schön. Kamera bewegen. Dafür gibt es ein Sternchen. So. Yes. Jetzt fehlt nur noch ein S-Rang, aber ich glaube, das mache ich irgendwann später. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt auf die zweite Insel. Ist das nice? Ist das schön? Das ist so toll. Das finde ich geil. Das finde ich schön. Dalalalalala. Modulschlüssel 4 erhalten. Yes. Weitere Modulschlüssel. Das heißt, wir kriegen auf jeden Fall dann halt auch die nächsten Emeralds ziemlich einfach. Ich habe 50 Schlüssel. Oha, krass. Gut, Leute, dann gehen wir noch mal kurz eine Sache. Und zwar, wo waren denn die Inseln? Warte mal, Karte wechseln. Hier. Aeris Island.
Mal schauen, was da. 100%! Yes, ich habe 100%! Ich habe 100%! Tralalalalala! Nice. Also, wenn das Spiel wirklich so einfach ist, mit 100% zu kriegen, dann machen wir auf jeden Fall 100%, oder? Wir machen 100%. Machen alle Welten, machen halt die ganze Karte auf. Machen wir 100%. So! Da sind wir nun auf Insel Nummer 2. Das ist mal ein neuer Gegner anscheinend. Eine Qualle? Ist das eine Qualle? Ah, wir kriegen jetzt irgendwelche... Das ist eine Qualle, die ab... Ui, die kackt mich ja an. Ach nee. Die kackt mich nicht an. Die kackt einfach seine Leute raus. Was denn? Was hast du denn da jetzt gemacht? Warte mal, ich mache jetzt noch fertig, du Mistratte. So. Das war der neue Gegner und der Gegner ist down. Okay Leute, dann würde ich sagen, das war's für heute. Danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Part von Sonic Frontiers. Jetzt hier in der Wüste, Aeris Island. Macht's gut, tschüss.